Ganz klar, ich werde gewinnen. Ob das vorzeitig wird oder durch Punkte, das wird man sehen. Aber ich fühle mich fit und es wird gut werden. Ich bin vierfache Europameisterin derzeit. Zum Sport bin ich gekommen mit 9 Jahren, also schon über die Hälfte meines Lebens. Damals einfach nur als Mädchen ein bisschen Selbstverteidigung machen. Dann bin ich irgendwann wirklich gut geworden, habe angefangen Wettkämpfe zu machen und seitdem kann ich den Sport eigentlich nicht mehr sehen. Also ich habe angefangen mit klassischem olympischen Boxen, habe da 40 Kämpfe bestritten, bin mehrfache deutsche Meisterin geworden. Vize-Europameisterin, habe viele Medaillen auf Europa- und Weltmeisterschaften errungen. Dann bin ich zum klassischen Kickboxen gewechselt und bin da auch Amateur-Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin geworden und derzeit amtierende Europameisterin im Profibereich. Meine Gegnerin ist Viktoria Dodschekalova. Kommt aus der Slowakei. Sie ist eine Gegnerin, es gibt ja viele, die sind boxerisch ein bisschen mehr lastig, manche ein bisschen Kickbox-lastig. Sie ist wirklich beides, also sehr vielseitig. Wird eine Herausforderung und ich freue mich drauf. Die Vorbereitung ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben viel Krafttraining gemacht, viel Sparring, vielseitiges Sparring, hatten auch verschiedene Sparringspartner. Ich fühle mich sehr fit, ich fühle mich bereit und ja. Ganz klar, ich werde gewinnen. Ob das vorzeitig wird oder durch Punkte, das wird man sehen. Aber ich fühle mich fit und es wird gut werden. Ich will natürlich Weltmeisterin werden, das ist der große Plan. Dann meinen Titel immer verteidigen, aber als allererstes Weltmeisterin werden.